Willkommen zurück hier bei Let's Play Assassin's Creed 1. In der letzten Folge haben wir schon mal die eine Mission angefangen und danach habe ich eine Aufnahmepause gemacht und was gegessen. Dementsprechend müssen wir jetzt von hier neu starten. Ist aber nicht so schlimm, den Weg schaffen wir schon. Ich gucke gerade, ob alles soweit läuft, Aufnahme läuft, ja. Sollte alles passen. So, ich dachte eigentlich, das wird er noch schaffen. War wohl nicht so. Hallo. Oh. Ja, ich muss jetzt in Zukunft ein bisschen aufpassen. Das sind halt echt zwei, die hier betteln. So, Alter, erzähl hier, mir mein was. Freund. Ihr seid ein vielgesuchter Mann, Jetzt so muss wie ich mir das ich. nochmal Auf anhören. meinen Kopf Super. wird gesucht und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masya vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Einige Männer in Jubairs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Wie viele sind das denn? Das sind halt fünf. Einer pro Minute. War hier nicht schon einer direkt im näheren Umfeld? Ist es nicht. Nee, er ist es nicht. Was ist was? Okay. Muss erstmal gucken, wer das hier ist. Ja? Nein. Och nö. Als ob die mich da schon gesehen haben. Ach, so nervig. Jetzt muss ich hier wieder abhauen. Seid ihr da mal nicht so sicher? Au! Au! Bitch, würdest du bitte? Ungünstig. Oh, Jesus. Mann, also ich weiß nicht, wie die Mission wirklich gut machbar sein soll. Wir haben jetzt auch nur noch 9 Messer. Das macht es halt leider nicht besser, sondern eher schlimmer. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich die dann noch erledigen soll, wenn ich nicht mehr genug Messer habe. Tretet jetzt zurück. Das kostet dich den Kopf. Du gehörst mir. Och nö. Bitch. Was macht der da außen dran? Ich check's halt einfach nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu dem Turm hier. I mean, vielleicht bringt uns das irgendwie mehr. Wie viele Hinweise haben wir jetzt? 2 von 6 und 3 brauchen wir. Okay. Er wird Ärger verursachen. Oh. Okay, ich muss an der Stelle, weil sich diese komische Einrastfunktion aktiviert hat, muss ich einmal kurz die Aufnahme beenden, denn ich sehe gerade wieder nur die Hälfte vom Monitor. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wahrscheinlich wieder im Hauptquartier, weil ich das Spiel neu starten muss. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich war gerade am Überlegen, ob ich das einfach erstmal wegschneide, aber ich lasse es einfach erstmal drin.
Und wir gehen erstmal zur nächsten Aussichtsplattform, würde ich sagen. Ja, ist das nicht genau da, wo ich auch beim letzten Mal runtergefallen bin? Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir es halt eben machen. Immerhin habe ich jetzt wieder 10 von den Wurfmessern, also Glück gehabt. Okay. Na, das kann ja wieder nur gut werden. Oh, oh, irgendjemand ist schon wieder mad. Oh, oh, bitte nicht abschießen. Mann, ich war schon so weit oben. Bitte nicht wieder. Bitte nicht wieder abschießen. Wenigstens schon mal wie nennt man das Ding? Auf dieses erste Zwischentreppending. Immerhin etwas. Puh. Das war schon wieder echt knapp. Ich gehe mal hier hin. Und dann an der Stelle hoch. So. Gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Puh. So. Okay, jetzt haben wir nämlich auch neue Missionen. Und zwar 2 neue. Ich würde erstmal zu der rechten gehen, glaube ich. Irgendwie sieht das ansprechender aus. Und dann sparen wir uns vielleicht auch diese Mördermission. So. Ja, ich bin tragisch, ich weiß. Oh, oh. Oh, oh, die wollen mir irgendwelche Karpaten geben. Ich möchte keine Karpaten haben, danke. Oh, das wäre da drin gewesen, lustigerweise. Hallo? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich muss da anscheinend rein. Ja. Okay. Oh, oh. Halt, ihr dürft hier nicht passieren. Mann, das war gar nicht der Plan. Aber immerhin bin ich so schon mal drin. Ich bitte euch, nur eine Kleinigkeit. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte gebt. Nein, ihr versteht es nicht. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Mann, Alde, nerv mich nicht. Nein, geht nicht. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Genau, bettelt euch gegenseitig an. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur ein kleines. Hallo. Bitte. Eine milde Gabe. Ist der vielleicht irgendwie oben oder so? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, ihr versteht es nicht. Ihr habt nichts hier zu suchen. Geht. Du hast nichts gesehen. Ein
ein bisschen kommt Geld. Nicht. Du hast nichts gesehen. Ja, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall noch ein Turm. Den können wir mal eben kurz erklimmen, wenn wir schon hier sind. Ich dachte mir irgendwie, die Mission sieht sympathisch aus, aber da habe ich mich irgendwie ein bisschen geirrt, glaube ich. Geh da mal rum, bitte. Hallo, möchtest du? Hallo? Wieso? Was tut der denn da? Du musst da... So, und jetzt da rum, bitte. Du musst da rum, Typ. Er macht's halt einfach nicht. Was ist denn mit ihm? Ja, dann bring dich halt um, Idiot. Boah, nee. Nerv mich nicht. So, hier muss jetzt irgendwo jemand sein. Ah, ich soll mich auf eine Bank setzen. Okay. Ich höre halt nicht mal was. Oder habe ich es irgendwie nur auf dem falschen Kopfhörer? Nee, ich höre überhaupt nichts von denen. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Dieses mit dem Lauschvorgang funktioniert halt wirklich nie. Es ist so hart nervig. Genau, das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. Ich weiß ja nicht, wer das Ziel ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, ich denke mal, wir gehen woanders hin. Wir machen was anderes. Hier, Taschendiebstahl. Das mache ich lieber. Das hat die letzten zwei Male auch funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja auch ein drittes Mal. Finde ich gut. So. Hier, er greift mich an. Someone call the cops. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Au! Hinterlassen Sie eine Schneise des Leids. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug. Mann, was ist denn das für eine Verarsche? Lol. In die Richtung wollte ich jetzt nicht unbedingt. Naja, immerhin müssen wir uns den Quatsch dann, glaube ich, nicht nochmal anhören, oder doch? Ich weiß es nicht. Mann. Jedes Mal der gleiche Mist. Macht mich schon ein bisschen mad, muss ich sagen. So. Aber das sollte auf jeden Fall einfacher sein, als das, was wir bisher gemacht haben. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Naja gut, das sieht bisher okay aus. Himmel,
Entschuldigen Sie, junge Frau. Hä, jetzt kann ich ihn nicht mehr beklauen. Tüten stand da gerade. Ja, nee, töten will ich ihn nicht. Nur beklauen. Warum hat er das jetzt gedacht, nicht mit euch? Mann. Genau jetzt klappt's natürlich wieder nicht. Es klappt halt einfach nicht. What the fuck? Da steht halt die ganze Zeit nur leicht anstoßen, nichts von klauen. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Diese Stadt gehört uns. Hat uns immer gehört. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Die Missionen sind alle drei irgendwie für den Arsch. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte gebt. Bitte, habt ihr Geld für mich? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Vielleicht liegt es auch irgendwie daran, dass wir gerade so im... dass wir halt... dass uns sowieso schon misstraut wird. Ja, super. Die haben uns sowieso schon misstraut. Und dann auch noch den Shit. Ich dachte mir schon, dass das eventuell zu viel wird. Hallo? 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 Puh. Ja. Ich weiß es nicht. Also das wäre jetzt noch so die einzige Idee, die ich hätte, weshalb es nicht geklappt hat. Weil uns sowieso schon misstraut wurde. Aber es ist halt gerade wirklich schwierig, irgendwas überhaupt zu machen. Und auch irgendwie dezent nervig, weil irgendwie alles nicht so recht funktioniert. Das mit dem Zuhören hat ja schon die ganze Zeit nicht so recht funktioniert. Vielleicht gehe ich noch einmal zu dem Zuhören-Ding. Und... lol, so wird uns... okay. Ich gehe einmal wieder kurz zu dem Zuhör-Ding und gucke, ob es irgendwie funktioniert. Hier haben wir noch einen Turm. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas. Ja, honestly, I don't give a fuck. So, hier müsste das jetzt irgendwo sein. Genau.
Dann gehen wir jetzt noch einmal zu dem Zuhören-Ding. Und wenn das nichts wird. Er scheint sehr in Eile. Er sollte keinen Ärger machen. Dann gehen wir zu dem Clouding. Ich muss halt sagen, das Clown hat mir in der letzten Zeit schon irgendwie halbwegs Spaß gemacht, aber auch nur als es funktioniert hat. Jetzt gerade funktioniert es halt nicht so gut. So, dort ist es ja. Nein, ihr versteht. Wenn dann wieder Katami Jackson. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ich möchte ihn sehen. Aha. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass sie mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Okay. Das hat jetzt schon mal besser funktioniert. Zum Büroleiter zurückkehren. Juhu. Okay. Immerhin hat das jetzt schon mal ausgereicht. Und hier war ja, stimmt, hier war irgendwo der Dingens. Dieser Aussichtspunkt, der nicht funktioniert hat. Mann, wieso sind hier so viele Bettler? Ich gehe auch einmal kurz zurück und wähle das Büro mal wieder aus. Weil dann haben wir, wir sind jetzt immerhin durch. So, das ist schon mal ganz gut. Dann kümmern wir uns jetzt um den Typen und gehen dann in die nächste Stadt. Aber gut, an der Stelle beende ich jetzt einfach mal die Folge. Ich hoffe, alles hat mit dem Schnitt und so geklappt. Das ist irgendwie ganz weird manchmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, dann gucken wir einfach mal, ja, um wen wir uns dieses Mal kümmern müssen. Ich bin sehr gespannt. Gut, bis dahin.